Hey Leute und herzlich willkommen zum Abendtest hier auf dem Kanal und wir schauen uns heute, wie schon angekündigt, den nächsten Edeka Biosaft an. Und zwar, jetzt wird es schon lustiger, der rote Bete-Saft heute Mittag war ja schon ziemlich gut und heute schauen wir uns den Edeka Bio oder jetzt am Abend den Edeka Bio Sauerkrautsaft mit Meersalz an. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben Sauerkraut schon gegessen, schon oft, aber noch nie Sauerkrautsaft getrunken, deshalb bin ich da sehr gespannt. Mit Meersalz noch versüßt, wir haben wieder unser Pure Pack Sense. In so einem Kartonstil gehalten, finde ich, wirkt sehr organisch, sehr schön. Hier sehen wir schon Sauerkraut, dann ist so Sauerkraut, wie man es von dem Salat beim Griechen oder so kennt. 0,5 Liter haben wir hier auch drin, biozertifiziert. Sehr, sehr gut. So, bitte vor dem Öffnen gut schütteln, nach dem Öffnen kühl stehen, lagern und alsbald die verbrauchen. Dieses Produkt trägt durch die Biozertifizierung zum Schutz der Artenvielfalt bei, sehr gut. Sauerkrautsaft vertrieben durch die Edeka-Zentrale Stiftung und Co. KG in Hamburg. Schöne Grüße an alle aus Hamburg. Die Edeka-Bioprodukte stammen aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft und erfüllen die strengen Richtlinien der EU-Öko-Verordnung. Sehr gut, wichtig und richtig. Wenn es stimmt, zum Glück gibt es da sowas wie die Stiftung Warentest oder so oder Ökotest, die das alles labortechnisch überprüfen. Ich muss jetzt sagen, hätte ich die Reichweite und die Mittel oder würde durch YouTube so viel einnehmen, dass das jetzt mich nicht wirklich belasten würde, würde ich das natürlich auch sofort machen. Also dann könnte ich euch hier mal schön zu jedem Produkt Laborergebnisse zeigen. Aber da ist halt meine Reichweite bzw. auch mein Einkommen durch YouTube noch zu gering. Aber ist ja auch, glaube ich, von eurer Seite aus verständlich. Solange es nicht so ist, dass ich das halt finanzieren kann durch die Einnahmen. So, deshalb kommen wir jetzt, also nicht deshalb, aber wir kommen jetzt zu den Nährwertangaben je 100 Milliliter. Da bin ich gespannt und mir fällt was sehr Geiles auf. Aber da kommen wir jetzt dazu. So, wir haben einen Energiewert von 60 Kilojoule bzw. 14 Kilokalorien. Da müsste jetzt schon einigen von euch direkt was auffallen. Fett 0,2 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 0,09 Gramm. Kohlenhydrate 1,5 Gramm, davon Zucker 1,0 Gramm. Wann hatten wir mal einen Saft mit unter 5 Gramm Zucker? Und jetzt haben wir einen mit 1,0 Gramm Zucker. Wird sich auch auf den Geschmack auswirken, natürlich. Zum Glück haben wir Meersalz drin. Ja, sogar auch schon. Ah, Mann! Ich wollte jetzt sagen, das ist eigentlich ganz cool, das Produkt mit 1,0 Gramm Zucker, aber jetzt passt mal auf. Eiweiß haben wir 0,8 Gramm und Salz haben wir 1,0 Gramm. Ich hätte so ein Ding jetzt an dem Tag gesoffen. Das sind 5 Gramm Salz, 5 Gramm. Ja, ich werde jetzt heute 250 Milliliter und morgen 250 Milliliter trinken, aber auch das sind 2,5 Gramm zusätzlich Salz zu dem, was ich eh schon über den Tag esse. Das ist viel. Das ist tatsächlich viel. Also für jeden alsbaldig verbrauchen, was heißt denn das? Also für jeden, der das Ding innerhalb von 4-5 Tagen austrinkt, sage ich ja noch, okay, kriegt wird auch... Ja, kommen wir jetzt zu den Zutaten, bevor ich hier um den heißen Brei laber. Zutaten, Hauptzutaten, 99% Sauerkrautsaft aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft, milchsauer vergoren, okay, und 1% Meersalz und Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Also super geil. Kriegt auch von mir eine 2 diesmal, weil hier wirklich der Salz eher negativ raussticht. Ich weiß nicht, wie viel beim Rote-Bete-Saft, ich glaube 0,3, klar auch viel, aber es sind immer noch unter 2 Gramm, auf, wenn ihr 500 Milliliter trinkt. Und hier haben wir wirklich 5 Gramm. Deshalb Gesundheitsnote 2, aber hier nicht wegen dem Zucker, sondern wegen dem Salz. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber ist schon ein bisschen dramatisch. Also ja, aber trotzdem Gesundheitsnote 2 in Maßen, auch ganz wichtig. Aber ja, Leute, wir hauen uns das Ganze jetzt rein. Kleine Salzbombe. Muss jetzt aber auch gut schmecken, also... Bei so viel Salz. Oh, oh, oh. Ah, ich kriege mal Gänsehaut. Oh. Ja, jetzt irgendwie ist es gut. Aber dieser erste Geruch bei manchen so Gemüsesäften. Ja, wie ein Sauerkraut, wie ein salziger Sauerkrautsaft. Oh. Ja, schaut aus wie Apfelessig. Oh. Entschuldigung. Ich habe ja letztens erst erwähnt beim letzten Video, mir schmeckt mittlerweile eigentlich alles, wo ich früher bei manchen Gemüsesorten und so rumgeheult habe. Oder haben hier keine Erbsen oder kein Spinat oder keine Ahnung, schieß mich tot geschmeckt hat. Also bitte schieß mich nicht tot. Aber heutzutage durch meine Krankheit auch, die immer noch nicht vergangen ist. Ja. Also wir sind bald bei einem Jahr. Ja, das ist crazy. Also ich bin weiterhin labormedizinischen und diagnostischen Untersuchungen und ich gebe da auch alles und zahle auch viel selbst, aber ja, also es ist schon lustig. Ich habe eine ziemlich seltene Krankheit oder Form von Krankheit oder Wahrnehmungsstörung oder Bewusstseinsstörung und alles ausgelöst durch einen Stich, wo ich geschlafen habe. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ganz kurz, bevor ihr jetzt das Ding testet. Gesundheitsnote haben wir gesagt 2, genau.
Ihr schlaft ein, topfit, top munter, voll motiviert, habt voll die Pläne. Arbeit läuft, alles läuft, okay, alles passt, so wie ihr es euch wünscht. Ihr könnt es euch nicht besser vorstellen. Ihr wacht am nächsten Morgen auf und wirklich, es ist nicht so, ich bin aufgewacht und dachte mir, okay, ja, das Ding, sondern ich wach, mach die Augen auf und es war wie so, wow, irgendwas stimmt nicht. So. Und das hält halt jetzt ein Jahr an. Und deshalb können mich viele da auch nicht so ernst nehmen, weil ich erzähle es und die sagen, ja, mach doch einfach weiter so wie davor, aber es geht nicht, wenn du so eine Wahrnehmungsstörung hast. Ich sehe scharf zum Beispiel, aber so leicht verschwommen. Ich denke so wie davor, nur mein zum Beispiel bildliches, also mein visuelles Denkvermögen ist voll eingeschränkt. Ich kann mir vorstellen, wie ich in einem Ferrari die Côte d'Azur entlang fahre oder irgendeine schöne Küste in Italien oder so, aber nicht ansatzweise so intensiv wie davor und solche Dinge. Und das möchte ich einfach nicht. Also so sorry, aber ich will wieder normal sehen, ich will wieder normal denken können. Und ja, also nur, dass ihr das mal ungefähr versteht, plus dann da noch so erhöhten Puls und sowas, also wie ein Fatigue-Syndrom, das ist gerade so die Anhaltsdiagnose, wo wir haben. Aber naja, Leute, aufs Wohl. Buh. Also zum Glück ist es so salzig. Boah, kickt es rein. Buh. Alter. Sauerkrautsaft halt, ja. Was habe ich mir gedacht? Also sehr salzig, sehr sauerkrautlastig. Ihr schmeckt direkt den Sauerkraut in seiner intensivsten Form. Sehr sauer. Ja, passt auch zum Sauerkraut. Und lecker trotzdem. Also tatsächlich lecker. Also es ist jetzt keine 1, aber es ist eine 2 plus. Also es schmeckt wirklich gut, auch wenn ich gerade so, boah, aber es schüttelt mich eher wegen dieser Saurigkeit und der Salzigkeit durch. Als wegen irgendeinem schlechten Geschmack. Also, es schmeckt schon gut, aber der schüttelt einen durch. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Würde mich interessieren, das, was mit dem Edeka Bio Sauerkrautsaft mit Meersalz von Edeka Bio. Finde ich ein super Ding, wenn es noch laborgeprüft top dasteht und keine irgendwelche Schadstoffe oder Schimmelpilze oder sowas drin sind. Super nice. Und ja, Gesundheitsnote 2, genau eine 2 wegen Salz, ist halt trotzdem leider viel Salz. Und Geschmacksnote haben wir eine 2 plus. Nices Ding, kriegt eine Empfehlung. Und wir sehen uns morgen Mittag wieder, mal wieder zu einer Müllermilch. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und bis morgen. Ciao, ciao.